Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 2. Ich hatte versprochen, dass ich gucke, was denn der Pilzer beruflich macht, und es hat sich herausgestellt, in meiner halbminütigen Internetrecherche, dass Pilzer scheinbar kein Beruf, sondern lediglich ein Nachname ist. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Das mal so dahingestellt. Du hast hier nichts zu suchen. Lass die Leute in Ruhe. Sie sind unschuldig. Das sind keine Leute. Das ist Lavalette Satansbrut. Unkraut, das sich ausbreitet, wenn man es nicht mit Stumpf und Stiel ausrottet, sodass es nicht mehr nachwachsen kann. Verrat verbreitet sich wie eine Seuche. Darum kommt hier keiner lebend raus. Und du? Misch dich da nicht ein. Ich lasse nicht zu, dass ihr wehrlose Leute ermordet. Was willst du denn machen? Dich töten. Ich habe Zeugen, dass ich dir nicht ans Leben wollte. Ich sag's ungern, aber ich hatte recht behalten. Wir versuchen hier die Zivilbevölkerung zu schützen. Oh, Nobelangriff. Du hast gewonnen. Verschone mich. Raus aus dem Haus. Und Finger weg von den Leuten. Tür freiräumen! Ich werde hiervon Bericht erstatten. Du weißt schon wem. Berichte, wem du willst. Nein, nicht Lord Voldemort. Was? Brennt nur ein einziges Haus nieder oder fasst eine Frau an. Der König selbst wird von euren Untaten werden. Guck mal, was hier drin ist. Wird nicht geplündert. Ich plündere. Hast du eben eine Bauersfamilie um all ihren Besitz gebracht? Ja. In Geldform. Die Teller hast du ihnen ja gelassen. Ja, das Wichtigste habe ich ihnen gelassen. Hm. Du bist ein echter Wohltäter. Zurückziehen, Rückzug! Keinen Schritt zurück! Oh, Kombo! Ich weiß nicht, was ich. Ich glaube, dass sogar noch auf die zuläuft. Dann macht er das Bombe. Ja, schon geschafft. Was ist denn unser Quest? Finde einen Weg in den Tempel. Ja. Versperrt den Weg! Schnell! Hast du denn Angst, dass wir hier sinnlose Sachen machen? Nee, war mehr so ein übergeordnetes Interesse. Vielleicht müssen wir durch die Tür. Ist noch nicht durch die Tür. Wie absurd. Durch Türen gehen. Ja. Sind da über die große Brücke. Befehle für die Soldaten. Ah, das sind unsere Rezepte. Da haben wir sie. Unverzüglich zurückziehen. Tod dem Tyrannen. Der größte Tyrann bist du. König Foltest ist wohl gemeint. Ich glaube nicht, dass wir hier drüber müssen. Nicht so aus. Sah eher aus wie eine kaputte Brücke. Die extra so gemacht ist, damit man nicht drüber geht. Leichte Lederjacke. Ist die denn besser als das, was wir anhaben? Ach, sieh an. Man findet hier tatsächlich auch Rüstung einfach so. Ja, aber unsere ist schlechter. Besser. Ja. Das ist ja auch die mit den blauen Streifen. Rabes. Und
Da rechts von dem Haus, meine ich, war da auch mein so ein Gruß. So ein Gruß. Wo kommen die denn her? Ja, der war auch versperrt. Okay. Da habe ich mal eben geguckt. Nee, ich meine schon zwischen den Häusern da. Ah, da war auch zu. Oh, mit Magie. Hm. Aber nicht hier. Ach, dort auch nicht. Das fand ich aber eigentlich ganz gut, die Idee. Guck mal, da oben kann man doch lang gehen, einfach. Da. Ja. Zumindest laut Karte. Nicht gerade jemand geklopft an der Tür? Könntet ihr uns nicht freilassen, Soldat? Aber wir sind unschuldig. Auch kein Durchgang. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt werdet ihr euch für euren Verrat verantworten, ihr Dreckschweine. Verrat, Herr? Wir sind einfache Leute. Wir haben mit Politik nichts zu tun. Hier die Sachen kaputt machen. Ja, da wo man soll. Fand ich gut, dass man dann doch dezent durch diese Cutscene, sag ich mal, darauf hingewiesen wurde. Dass da ja auch das ist. Kein Loot, doch da. Ja, dachtest wohl schon, warum ich hier warte. Nee, ich dachte mir schon looten und leveln. Hast mich schon so komisch angeguckt. Ja, ich habe nur gerade wieder an die Dokumentation über die Kriegsmaschinen denken müssen, wo sich diese jüdische Gruppe auf dem Berg verschanzt hatte. Da haben sich auch Leute im Brunnen versteckt. Und der Rest hat Selbstmord begangen. Hier stimmt was nicht. Da fehlt eine Wand. Jetzt ist es geladen. Aber ich habe gesehen, unten war ein Monster, sei vorsichtig. Da ist es. Ich habe dich gewarnt. Wollte ich gar nicht. So, jetzt brauchen wir nämlich mal unser Silberschwert. Nein, das ist... Das müsste das Silberschwert sein. Oh, ein ertrunkener Toter. Verrecke. Scheint eine echte Plage zu sein mit dem. Leute kaufen sie, wenn sie klein und niedlich sind und dann... Ey, guck, wie du deine Witze aus Teil 1 wiederverwertest. Ja, ne? Es passt einfach. Das war aber ein normaler Typ, der da hing, oder? Ja, das war aber ein Skelett. Ja, dachte ich mir schon, dass der nicht mehr so ganz frisch war. Von seiner faudigen, graubraunen Haut. Oh, ich bin doof, das Amulett. Jetzt auch so gesehen, ne? Hab ich so gesehen. Boah, ja. Natürlich. Sonst setze ich es ja nicht ein. Ich wollte nur das Amulett nochmal demonstrieren. Guck mal, der ist noch ein bisschen länger da drin als der andere da vorne.
interessanterweise hat das Skelett aber zusammengehalten. Und ist nicht auseinandergebrochen, wie es zu erwarten wäre. Was war denn hier? Mit der Fackel können wir interagieren. Welcher Fackel? Mit der da in der Säule. Geklimmt. Ach, wir können das mit Igni anmachen. Warum auch immer man das tun sollte. So signifikant heller wird es ja nicht. Und vielleicht löst es ein Rätsel. Das kennt man ja, dass man manchmal alle Lichter anmachen muss und dann kommt eine Tür. Und alle sind glücklich. Außer die Leute, die im Dunkeln leben. Hier fehlt mir noch. Aber hier ist keiner. Dann ist das wahrscheinlich einfach nur, weil man es kann. Ja, hier sind auch noch Fackeln. So, wir wollen jetzt aber noch nicht weiter. Nicht? Nein, wir erkunden. Verschlossen. Interessant, wenn man dafür irgendwie so einen Schlüssel finden könnte oder sowas. Gut, da unten im Wasser liegt was bei dem Durchgang. Hinter der Tür. Hier? Nee, bei der, wo es weitergeht. Oder es war die Tür selber, die geleuchtet hat. Nee, da liegt einer. Guck mal, vielleicht hat er einen Schlüssel. Können wir ja nicht durchsuchen. Ah, bitter. Ah. Wieder an der Oberfläche. Da gab es doch bestimmt was mit den Fackeln. Eisenerz. Gehen wir jetzt unter die Zwerge. Sieh, du hast rassistische Vorteile, dass alle Zwerge Schmiede wären. Die besten Schmiede sind die Gnome. Ja? Ja. Ich dachte, die wären eher gut in so Sachen bauen. Die Rüstung, die wir ja gemacht haben am Ende von Teil 1, war ja auch aus Gnomenmetall. Und deswegen so gut. Ach so, die wurde von Gnomen gemacht. Ja. Ich dachte, das wäre eine Rüstung für Gnome. Nein. Na, habe mich immer gewundert, wie Geralt denn da reinpasst. Vernichtet die Lilien! Nee, macht das viel mehr Sinn. Tor den Türen! Nieder mit Foltest! Also, wir können da jetzt nicht wieder über sie springen, wie wir es in Teil 1 noch konnten. Ja, wir sollen so nach hinten rollen. Ja, wir konnten da auch nach hinten springen. Oh. Ah, und kaputt. Man darf es nicht vergessen, dass wir in Teil 1 dann am Ende einfach so aufgelevelt waren. Nein, das liegt daran, dass man sich nicht mehr positionieren kann im Kampf, wie man möchte. Sicher, dass es nicht einfach nur anders ist. Ja, wir werden es jetzt nochmal ausprobieren. Vernichtet die Linie! Nieder mit Volltest! Nein, Doppel-W macht nur eine doofe Rolle. Vernichtet die Lilien! Ich sehe schon, du hast schon das Prinzip gekämpft, erst die ungepanzerten. Ja, immer auf die Schwächsten. Ja, das ist ja so mit dem Sinn, ne? Das kann man sich merken. Und natürlich nur in Computer- und Videospielen. Wahren Leben verschont man die Schwachen natürlich. Mal Eisenringe.
Die können sich keine Goldringe leisten. Na? Oh, da ist aber viel drin. Allerdings. Ist das Inventar unendlich groß? Nein. Zumindest war es in Teil 1 nicht so. Ja. Auch kann natürlich sein, dass es einfacher wurde. Gut, das ist, heißt ja nicht unbedingt einfacher. Das ist. Ja, es macht schon einfacher, weil man alles mitnehmen kann, aber. Ja. Jetzt nicht einfacher im Sinne von, damit es auch der letzte Dödel schafft. Ah, wie hübsch. Aus welchem Jahr ist das eigentlich? 2012 oder 2011? Tod dem Tyrannen! Nieder mit Ich glaube 12. Also gefühlt ist es schon alt. So, jetzt im kleinen Thema ist das irgendwie älter. Ja. Der ist halt Fläche. Zumindest, ja, könnte auch 2011 gewesen sein. Hattest du es ja in Prag gekauft, ne? Ja. Die Special Edition. Da ich mir nicht, die Collector's Edition, da ich sie mir nicht vorbestellt habe, da ich dachte, dass der Preis dann noch fällt, war sie dann in Deutschland ausverkauft. Hab in Kassel danach geguckt, in Hamburg und Dresden in den Läden gesucht und dann in Prag gefunden. Das heißt ja auf Tschechisch Zaklinak. Ja. Sehr gut. Weil da gab es einfach keine deutsche Sprachausgabe, sondern nur Englisch. Und Tschechisch. Ja. Oder Polnisch. Polnisch. Polnisch auch noch. Ne? Ja, ist ja. Ah, du hast es ja dann zum Glück nochmal günstig auf Deutsch gebraucht wahrscheinlich, ne? Nein, es ist einfach gepatcht auf Deutsch. Achso, ich dachte, du hättest es nochmal gekauft gehabt. Nein, ich werde es nochmal kaufen. Die Premium-Edition, damit ich dann auch den Brief auf Deutsch habe und nicht auf Tschechisch. Weil ich ja nichts verstehe. Musst du den Gebrauchtmarkt mal im Auge behalten. Ich nehme an, das machst du schon immer. Sollte man eh immer. Also ja, es ist gucken. Also. Da kann man echt gute Schnäppchen machen, sage ich mal. Hm. Es gibt ja so namhafte Wiederverkäufer. Und wenn man Wiederkäufer einenglischt, dann weiß man auch, wo zum Beispiel. Für die Baronin! Ja, da gab es die Alone in the Dark Collector's Edition. Für 2,60 €. Ja. Und gar noch original verpackt, fand ich gut. Dann werde ich leider nie sehen, was drin ist. Weil ich sie natürlich original verpackt lasse. Na? Ja. Was machst du denn? Das Öffnen Linksklickes. Oh. Oh, oh. Da ist ein gepanzerter Supersoldat. Die machen so Kampfgeräusche, um die einzuschießen. Boah, wow, bist du gut weggerollt. Aber das Rollen ist mir auch negativ aufgefallen in Dark Souls. Da bist du ja auch immer rumgerollt, wenn ich mit meinem Ripper nicht rollen konnte. Weil er einfach eine halbe Minute zum Aufstehen gebraucht hat. Ja, da haben wir alleinige Stärke und die Vitalität, die ich im Fall niedergeholt. Ja. Verschmettert das Gewürm! Na, genau. Nee, du hältst für den Feind. Ja. Nee, ich mag so markante Sprüche. Für Temerien, Männer! Für Voltes! Könnte man das auch so im Alltag immer anbringen. Das nächste Mal, wenn ich im Sommer an der Ampel stehe, schöne Fenster auf oder besten Cabrio,
Oh, ich zertrümmer das Gebirge! Wenn es dann wieder nicht weitergeht, weißt du? Super Schwierigkeitsgrad genommen haben. Für Temerien, Männer! Der Tod für Temerien ist ein guter Tod! Das sind keine Ritter! Das sind Verräter! Gefangene werden nicht gemacht! Ist das jetzt so ganz lässig runter? Knien? Ja. Besser als wenn wir jetzt nochmal sterben, ne? Das stimmt. Für Temerien, sterben sind ein bisschen doof. Der Tod für Temerien ist ein guter Tod! Tempelschänder! Das war dein letztes Wort. Tempelschänder! Schlüssel des Torwächters. Oh, ja, Schlüssel gefunden. Ja. Ach, die sind mit den Echsen immer noch nicht dadurch. Was machen die denn um Himmels Willen? Wir werden jetzt erstmal Alchemie ausprobieren. So einen schönen Trank. Schwalbe ist ja der Heiltrank. Naja. Dann machen wir gleich mal 6. Haben es ja. Ja, man braucht es. Was haben wir denn hier noch? Wir haben nie gesagt, dass wir es nicht brauchen. Katze, können wir aber nicht machen. Was fehlt? Ich weiß es nicht. Na doch, herstellen muss man hier klicken. Machen wir 4 Katze. Das ist zum im Dunkeln gucken. Ja. Und Schaden minus 10%. Unserer Glaube. Als angerichtet oder litten? Ich glaube, unser angerichteter. Oh, dass das es einen negativen Effekt ja, hat. Ja. Mhm. Goldener Pyrol klingt gut. Wie Danziger Goldwasser. Giftresistenz, Einäscherung. Können wir auch mal herstellen? Weil da war ja ein Drache. Und ja, der hat ja immer ganz gerne mal. Weiß. Ach, guck mal, in so einem kleinen Kännchen. Ja. Neckisch. Schon hübsch. Warte mal die Zeit ab. Geralt, öffnen Sie das Tor! Ja, gleich. Ja, wir können es ja leider nicht machen. Das wird uns ja heilen. Ach, wir brauchen vielleicht nach oben. So, ich dachte, es wäre so eine kleine Tür da drin. Dann gehen wir jetzt mal zur größten Tür. Nein, da steht, öffne das Tor und lasst Volltest in den Tempel. Ja, das sollen wir ja machen, aber wir können ja das Tor nicht von hier öffnen. Also hier ist ja nicht dein Mechanismus zum Tür öffnen. Ja, verständlich. Wäre dumm. Man kann jetzt durchgreifen. Von außen und aufmachen. Ja. Vielleicht gehen wir hier zurück. Das sieht doch so gut aus. Boah, so viel Spaß. Ja gut, warum man das nicht einfach mit einem Klick umsetzt, ich weiß es nicht. Ja, da stürzt nicht, also. Ja, es ist aber irgendwo unnötig. Das macht jetzt das Spiel auch nicht schlecht, um Gottes Willen, nein. Aber ich frage mich halt, warum. Du bist hiermit der höchst dekorierte Hexer der Welt. Und auch der reichste. Ich nehme eure Majestät beim Wort. Siehst du, Roche? Geralt hat's geschafft. Gerade rechtzeitig. Der Priester ist zu seinen Göttern abberufen worden. Ich habe Skoyatel gesehen. Am Fluss. Wo genau? Wie viele? Was für Farben trugen sie? Geschissen auf die Elfen, die sind später dran. Zum Tempel! Skoyatel, das Bild vervollständigt sich allmählich, Geralt. Entweder sagst du die Wahrheit, oder du lügst hervorragend. Erzähl mir den Rest. Volltests Bankerte, die Einsiedelei. Was ist dort passiert? Ja, das erzählen wir in der nächsten Folge. Man darf gespannt sein.
auf jeden Fall. Ja, also was mit ihnen passiert, ob sie noch leben, ob sie in zwei Hälften zerteilt wurden, wie du meintest. Ich habe nicht gesagt, dass das so ist. Ich habe gesagt, dass das so sein könnte. Ja, das werden wir alles herausfinden. So werden wir das handhaben. Bis dahin.